einen geliebten Menschen nicht loslassen zu können und sich immer wieder in diesem Räderwerk zu befinden, es kann über einen längeren Zeitraum unglaublich anstrengend sein. Und ich werde jetzt versuchen, dir dabei zu helfen, dass du es dir vielleicht einfacher machen kannst, ihn oder sie leichter loszulassen. Nicht loslassen hat vor allem etwas damit zu tun, aktiv etwas nicht zu machen. Nicht loslassen bedeutet, du hältst fest. So, das ist der erste Punkt. Du hältst an irgendetwas fest und es ist nicht zu 100% in deiner Kontrolle. Vielleicht zu einem gewissen Grad, dass du die Richtung anstoßen könntest, aber etwas in dir, irgendein Teil in dir, möchte nicht loslassen. Der will noch dort bleiben. Und das ist wichtig, dass du das verstehst. Dein Herz möchte sozusagen bei ihm oder ihr noch sein, ohne dass er oder sie weiterhin bei dir sein kann. Will nicht loslassen. Und was ich für mich lernen konnte, was wirklich geholfen hat, war einfach das Zulassen vom Nicht-Loslassen. Das ist Punkt 1, der ganz wichtig ist. Wenn du versuchst, auf Krampf da irgendwie rauszukommen, ihn oder sie sagen, zu zerstören und schlecht zu reden, runterzureden, kaputt zu reden, mit dem Ego quasi das lösen möchtest, so, aber dann immer wieder spürst, dass das Herz immer wieder zurückspringt und es dir unglaublich schwer macht, loszulassen, dann ist es entscheidend, dass du diesen Druck rausnimmst und Entlastung schaffst. Am besten, indem du einfach zulässt. Anstatt dass du versuchst, loszulassen, lass einfach zu, was da drin ist. So. Es scheint so in dem Fall, dass du nicht loslassen kannst, weil die Verbindung sich noch sehr stark anfühlt und noch sehr stark ist. Und der erste Schritt, der deswegen wichtig ist, ist, dass du sagen zulässt, aber zulässt, ohne dass du etwas dafür erwartest. Das heißt, du gibst ihm oder ihr immer noch Liebe, weil du fühlst sie ja in deinem Herzen, aber du erwartest nichts dafür zurück. Und wenn du das kultivierst, wenn du das zulässt, wenn du diesen Zugang in dir öffnest, und den hat jeder Mensch, dann wirst du schnell feststellen, dass es dir auf einmal deutlich besser geht, weil du nicht mehr diesen Gegendruck vom Ego hast, das etwas aufbauen und kreieren möchte, um diesen Teil, der dir liebt, zu zerstören. Aber gleichzeitig fühlst du, dass es halt Liebe ist und dass deine Seele sich dagegen wehrt, das einfach so zu zerstören. Deswegen, statt loslassen, erst einmal zulassen und dann mit der Energie von Liebe arbeiten, die von ihm oder ihr nichts erwartet. Das heißt, du kannst ihn oder sie weiter lieben, erwartest aber nicht im Gegenschluss zurück, dass du dafür in einer Beziehung sein musst. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, wenn du erstmal diese Mindmap sozusagen dir aufgesetzt hast und dann sehr viel mehr im Einklang mit dir bist, dass du mal genau schaust, woher dieses intensive Gefühl kommt, ob vielleicht womöglich so etwas wie eine Liebessucht dahinter ist oder eine Angst vor Einsamkeit, eine Idealisierung, die Sehnsucht nach Liebe
von ihm oder ihr, die vielleicht aus dem inneren Kind kommt, etwas mit einem Vater zu tun hat oder mit einer Mutter. Und dass du mal ganz bewusst in diese Themen reingehst und schaust, ob es dort Zusammenhänge gibt, die dafür sorgen, dass du etwas in diesen Menschen hineinprojizierst, was er oder sie im Endeffekt gar nicht ist. Das passiert vor allem dann, wenn es sich um innere Kindmuster handelt, die durch diese Beziehung aufbrechen. Das stellst du am besten fest, wenn es besonders weh tut, wenn du von ihm oder ihr verlassen wurdest und wenn du am Ende mehr geliebt hast und weniger zurückgekommen ist. Und wenn sie sagen, dass Ego verletzt wurde in dir, schau auf die Anteile, die aus deinem Ego kommen und dort verletzt wurden. Aber wenn du feststellst, es gibt diese Anteile, dann mach dich an die Arbeit, mit diesen Anteilen zu arbeiten und diese Dinge zu heilen. Das ist dann der zweite Schritt und du wirst schnell merken, dass es dir deutlich besser geht. Also erster Schritt, nicht loslassen, sondern zulassen, aber aus einer Energie, einer Kraft oder einer Einstellung, die nicht erwartet, dass dafür etwas zurückkommt. Und im nächsten Schritt schauen, ob es sich nicht zu bestimmten Teilen um ein verletztes Ego handelt, das beispielsweise idealisiert, das Angst vor Einsamkeit hat, das Angst hat, nicht gut genug zu sein, das eigentlich im Inneren noch die Liebe vom Vater oder von der Mutter sucht oder Ähnliches. So, da gibt es viele verschiedene Dinge, die man sich da anschauen kann. Und begib dich dann auf diesen Weg, heil diese Dinge, fokussiere dich darauf, statt auf den Trennungsschmerz. Und ich kann dir versprechen, dass sich früher oder später dieses Gefühl maßgeblich verändern wird. In diesem Sinne freue ich mich auf dich beim nächsten Video.